Mach das nicht, mach nicht uns da drin. Nein, ich bin hier. Mach das weg. Herzlich willkommen, liebe Freunde, am Mauerpark in Berlin. Prenzlauer Berg, zwischen Prenzlauer Berg und Wedding. Hört mal, es ist der 4. Juni 2023. Offiziell haben wir Sommer. Ich hoffe, bei euch alles gut. Was geht ab? Was machst du hier? Ich mache ein bisschen Videos für uns unterwegs, für YouTube heute. Ja? Auch TikTok mache ich alles. Ich sehe immer deine TikToks, Digga. Die sind wie so unterhaltsam. TikTok ist halt so unterhaltsam. Ne? Danke. Nummer 2 Mauerpark. Ja, muss mal gucken. Vielleicht ein paar hängende Leute an der Ecke. So. Warum ging es heute im heutigen Video? Heute geht es darum, dass es so ein bisschen Berlin Zeit ist. Offiziell Sommer. Also offiziell Sommer. Ja, du machst auch diese Videos. Offiziell Umlauf. Ja. Seid ihr schon dich? Nein! Was hast du schon drum, Bro? Ich hab gar nichts. Echt? Ich hab ein Bier. Du bist Natur, von Natur. Ja. Wollt ihr heute noch trinken? Nee. Nee. Alles klar. Ladet ihr mich ein? Ja, komm mit. Ich mein's ernst. Richtiger Assi, Alter. Alles gut, Junge. Pass auf euch auf, ne? Spielt nicht so sehr an euch selbst herum. Ciao. Sucht euch die Freunde. Six, alle die Mädchen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hiermit der Einstieg mit den jungen Männern hier. Wunderschönes Intro hier am Mauerberg. Bevor das Video beginnt, Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und mein PayPal-Link ist unten in der Infobox. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Let's go! Wir sind mal wieder hier. Der Sommer in Berlin offiziell. Boah, hier geht auch wieder einiges. Gehen wir ganz kurz dahin. Schauen wir mal an den Eck, was wir da haben. Die ganze Kitzel hier an den Ecken. Der Typ, der die Flaschen sammelt, ist der heftigste. Eine Füßtee-Flasche. Warte, ich gebe dir das mal offiziell in die Hand. Wasser? Bruder, ich fand. Er hat es angenommen. Oh, it's you again. How are you? Der Kollege vom TikTok. Also hier treiben die Künstler ihr Unwesen, wenn die hier am Start sind. Schau mal, wie viel Geld der hat. Schau mal bitte in die Mitte. Seht ihr das? Ein weiterer Künstler. Ich glaube, die sind schon fertig. Ja. Die Flaschensammler. Jetzt beginnt der nächste. Ich glaube, jetzt ist sein Turn. Ein paar Leute im Hintergrund. Wie so eine Art Kolosseum hier. Auch interessant. Also ich sehe niemanden, den ich kenne. Entspannte Ecke. Da kann man sich jetzt hinsetzen und sich die Shows reinziehen. Ich habe sogar noch so ein paar Drogendealer gesehen. Ohne Flachs. Drogendealer überall in Berlin, die ihre Chance wittern. Ich will jetzt nicht speziell auf die Leute zeigen, aber es sind hier 100 pro welche. Ich habe schon mindestens 8 Stück gesehen vorhin. Schaut euch bitte wieder an, was dieser Platz zu bieten hat, wie voll das Ganze ist. Diesmal vielleicht mehr mit Leuten unterhalten, wäre interessant. Dankeschön. Ja, hier wieder ein bisschen Elektro-Techno. Hey, natürlich, nimm mal hier. Danke, Bro. TikTok ist Unterhaltung. Was? Du meinst die witzigsten Comedy-Sachen? Ja, klar.
Es war zwar anstrengend, aber ja, ist ja nur Unterhaltung. Wie viele Follower hast du auf YouTube? 136.000. Ich mache aber auch auf YouTube Sachen. Orte zeigen, Essen testen, mit Leuten sich unterhalten. YouTube ist eher so für die Ältere. Also ich mache nicht nur behinderte Videos. Wie gesagt, ich glaube, bei dieser Art und Weise habe ich schon voll oft erzählt, aber ich mache es gerne nochmal. Du schaust doch YouTube, oder? Ich schaue YouTube, ja. Da bin ich am Reisen, zeig kurz oder spreche mit den Leuten, bin unterwegs, von Sonderleben bis Wedding. Willst du mal kurz gucken, worum es geht? Mein Internet? Nee, hier kannst du vergessen, hier ist zu viel. Hier ist super spannend, hier sind viel zu viele Leute. Ja. Kannst du mal J6 eingeben. Auf meinem TikTok-Account siehst du es oben in der Bio, ist das ein Link, kannst du da drauf gehen. Okay, das da ist mein Kollege. Ja. Ciao, mach's gut, ja auch, ciao. Oh wow, hier geht's ja richtig ab. Heftig. Hier wird professionell gegrillt, sehe ich hier gerade. Ein paar Salzgurken, bisschen Brot, bisschen Obst. Da hinten wird gegessen. Wird das hier verkauft oder ist das hier eine Gruppe? Ich glaube, es sieht aus wie eine Gruppe. Jeder hat seine Musik an. Ich glaube, das sind jüdische Mitbürger. Hey, grüß dich, alles okay? Ja, grüß dich, alles. Ich habe letztens mal YouTube gesehen. Ja. Ach, viele unterwegs auch am Sonntag. Du siehst ja, was hier los ist. Jeder hat seinen Scheiß hier an. Das ist halt so, ne? Und die sagen hier auch nichts, das ist die einzige Ecke, muss ich nicht sagen. Ja, ja, ich kann es mal was mit auf dem Motto. Außer vielleicht Drogenverkauf oder Leute schlagen. Ja, yeah, also so gegen 22 Uhr wegen den Einwohnern da hinten. Ist ja auch so. 22:30, 23 Uhr ist Abendruhe. Auch am Sonntag. Soll ich die Uhr hier mitnehmen? Ja, das können Sie machen. In der Woche ruhen die auch aus hier. Hier ist er auch so. Kommst du selber? Ach, Digga, okay, Digga ist auch noch heute. Öfter mal, vielleicht auch mal hingehen wieder. Ja, ja, stark, ja, ja. Das war noch krass, ja. Das ist eine andere Welt. Ja. Aber Berlin ist halt ein Fall für sich. Liebe es hier. Alles. Man sagt eigentlich, mehr als die Hälfte, ja, aber. Ja. Schönen Tag, alles Gute, ja. Ciao, ciao. Ja, wir haben auch jüdische Mitbürger. It looks great. Also wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite. Also Leute aus Israel. Wir gucken mal ganz kurz an den Ecken. Also wir haben wirklich alles, ne? Wir haben wirklich alles. Israelische Mitbürger, arabische Mitbürger, türkische Mitbürger, Italiener, Polen. Berlin ist cool. Bei den Israelis sah das gut aus, das Essen. Bin ich ehrlich. Eine weitere Ecke. Noch mehr Musik und Party. Gut, die Ecken kennen wir ja schon. Das ist der Vibe. So ist das in Berlin. Ja, schon interessant. Ihr seht, jeder hat seine Musikbox bei, jeder grillt, jeder ist laut. Ist wie gesagt der einzige Ort, wo es erlaubt ist am Sonntag. Ja, ich weiß nicht, ob es nur am Sonntag, weil am Freitag sind hier auch sehr viele Leute. Auf jeden Fall eine indische Ecke sehe ich gerade. Die grillen was Geiles. Hier gibt es nochmal Künstler, die sich vorbereiten, später um die Bühne zu rocken. Mit einem Generator sogar. Krass, Mann. Mit dem Generator erzeugen die Strom. Die professionellen Flaschensammler sind auch hier.
Ich sehe gerade eine afrikanische Ecke. Der Typ, der die Flaschen klärt. Und ja, keine Sorge, Allmanns gibt's auch. Hab schon viele gesehen. Diese Grill-Vibes sind mir etwas zu viel, die ganzen Gerüche hier, Alter. Der ganze Rauch. Das ist der Vibe, Freunde, das ist der Berliner Vibe. Alles, was ihr wollt. Alles, was ihr wollt. Ja, hier ist schon einiges. Einiges, vieles. Wie ist der Eindruck? Genau so ist der Eindruck. Dieser Markt ist voll langweilig. Da gehe ich ungern hin. Vielleicht treffen wir noch mal ein paar Persönlichkeiten. Interessante Persönlichkeiten. Die Trommler-Ecke, die machen wir zum Schluss, okay? Die Leute sind interessant. Nochmal kurz zurück auf die Wiese. Ja, Bro. Meine Frage wäre natürlich, wieso kommt man zum Mauerpark? Oder wie ist der Eindruck? Das sind so meine ultimativen Fragen. Wir wollten zum Schluss herkommen, aber jetzt sind wir wieder hier. Diesmal ist es etwas leerer, aber wir sind ja auch schon hier um 19.15 Uhr, schon etwas später. Ich denke nicht. Nicht bei dem Wetter, es ist viel zu warm. Der Abend ist noch jung. Dankeschön, Dankeschön. Ich wollte natürlich was verkaufen. Normal. Ich zeige euch mal ganz kurz das Flaschenghetto. Wir müssen unauffällig filmen natürlich. Das Flaschenghetto und die professionellen Flaschensammler. Ihr habt es gesehen. Da ist noch eine. Wir filmen hier auch unauffällig. Und da sitzt sie. Ja. Komm, wir gehen zu den Trommlern, wenn wir schon hier sind. Thank you.
Hier ist immer noch Power. Der junge Mann ist auch immer da. Ihr seht, Berlin lebt. Alle können mitmachen. Das war's mit der täglichen Dosis Trommlerei, oder? Alle Nationalitäten, sogar der Mann mit dem Rollstuhl. Immer mehr kommt dazu zum Tanzen. Der junge Mann mit seiner Frau immer, der ist immer hier. Up. Schon witzig. Schon geil. Einmal nochmal die Wiese vorne. Mauerpark, Berlin Vibes, das Original. We'll be right back.
weiter geht's. Die machen natürlich Business an jeder Ecke, verkaufen ihre Sachen. Ja, heftig. Wie gesagt, ab 21 Uhr, 21.30 kommt die Polizei langsam auch. Und die Leute müssen den Platz räumen. Wegen Nachtruhe habe ich ja schon vorhin mit dem Typen besprochen. Wegen Nachtruhe, alle die ganzen Menschen, die da hinten leben, in den Wohnungen, ab 22 bis 23, ich glaube so ab 23 Uhr ist komplette Nachtruhe. Sobald die Sonne runtergeht. Sie zieht jetzt erstmal die Hose hoch. Jawohl. Vibes. Ja, der liebe alte gute Mauerpark. Der Trommler ist auch da, der Schlagzeugspieler. Der ist ja immer hier. Ihr seht auch, sehr, sehr junge Damen sind hier. Jedes Alter ist hier am Wesen. Jede Altersklasse. Hier die junge Dame, die ältere. Naja. Ja, der muss auch mal sein, Digga. Genau der hier. Warum denn? Ich darf das. Ich darf das. Der Hund so, ey, warum filmst du? Du bist ein Hund. Du hast nichts zu sagen. Verrückt an jeder Ecke. Ja, ist nett. Das ist Kultur. Die Nazis haben hier nichts verloren. Nazis bleiben zu Hause, kommen nicht zum Mauerpark. Ja. Geht schon. Wir gehen wieder zum Ausgang. Bitte? Mach das nicht, mach nicht uns hier da drin. Nein, ich bin hier. Mach das weg. Ich glaube, der konnte nur zwei Worte. Meine Intention war nicht, die Jungs da zu filmen. Ja, war wirklich nicht meine Intention. Und ich habe da ab da ja auch einen Schnitt gesetzt. Aber jetzt habe ich euch gezeigt, wie das manchmal kommen kann. Aber die Jungs haben eh nur gelabert. Also die Jungs sind nicht gefährlich. Ja. Also die afrikanische Ecke ist immer easy. Die sind nicht gefährlich. Also ich nehme sie nicht ernst. Also das sind coole Leute eigentlich. Ja. Die wollten halt nicht drauf sein, wir haben es geregelt. Ich meinte, bleib mal ein bisschen chill, nicht so laut. Und du brauchst nicht schreien, du kannst ganz normal, auch wenn du nur zwei, drei Worte sprichst, sag einfach nur ganz entspannt. Ne? Einfach nur Entspannung. Sag ganz in Ruhe. Da hat er verstanden, kam mal runter und die Ecke dort hat es auch gecheckt. Ich sage, Jungs, wegen euch werde ich nichts löschen. Ich werde höchstens eure Gesichter ausbluen. Und wenn ich euch am Anfang drauf hatte, werde ich euch natürlich rausschneiden. So. Und damit hat sich das dann auch erledigt. Mit den Jungs kann man sprechen. Sie sind coole Jungs. Ja, ist das nichts Besonderes. Ja. Ja. Ist halt normal. Ein bisschen Alkohol, Intus, zwei, drei Bierchen und dann kommt ein Typ vorbei. Das fixieren sie natürlich. Ich bin ja auch kein unbekanntes Gesicht in Berlin vor allem. Ich kenne mich ja schon.
und die wollen wahrscheinlich nicht auf meinen Videos sein. Verstehe ich. Kein Problem. Aber nicht schreien. So, wir sind jetzt hier auch am Ausgang. Das war's. Ja, ihr habt mitbekommen, die Jungs haben ein bisschen Optik geschoben. Wir sind draußen. Danke euch fürs Zugucken. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Mein PayPal-Link ist unten in der Infobox. Unterstützt mich. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart auf der Reise. Berlin Mauer Park. Heute mal etwas kürzer, aber klar, ich möchte es auch schmackhaft lassen oder machen, dass es das Ding wiederholt. Grüße aus Prenzlauer Berg. Peace. Bis zum nächsten Video.